deutscher Staatsbürger. Das wird man entweder durch Geburt oder Einbürgerung. Dazu muss unter anderem ein schriftlicher Test absolviert werden und ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung abgelegt werden. Wenn es nach CDU-Chef Friedrich Merz geht, dann kommt dazu bald eine weitere Voraussetzung dazu. Nämlich eine ohne Zweifel feste Zusage an das Existenzrecht Israels. Wer das nicht unterschreibt, hat in Deutschland nichts zu suchen. Ein Bekenntnis zum Staat Israel, schriftlich oder mündlich vorgetragen. Das Bundesinnenministerium sieht dazu keinen Bedarf. Das Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung würde ausreichen. Das schließt auch ein, eben dass man sich zur Menschenwürde bekennt und eben menschenverachtende Haltungen wie Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit ablehnt. Und wer in der Vergangenheit mit antisemitischen Handlungen aufgefallen ist, kann generell nicht eingebürgert werden. Rein rechtlich wäre es aber möglich, ein weiteres Bekenntnis einzufordern. Der Staat ist bei den Anforderungen, die er an seine Neubürgerinnen und Neubürger stellt, vergleichsweise frei, kann also in der Regel selbst darüber befinden, wem er die Staatsangehörigkeit gibt. Und insofern würde ich zunächst einmal sagen, prinzipiell ist es auch denkbar, ein solches Bekenntnis zu verlangen. Ob ein solches Bekenntnis bei der Einbürgerung aber den Antisemitismus in Deutschland bekämpfen kann, ist fraglich. Verschiedene Studien zum Thema haben gemeinsam, dass in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund antisemitische Gedanken verbreiteter sind. Allerdings, die meiste antisemitische Gewalt geht von Rechtsextremen oder Verschwörungstheoretikern aus.